Ich freue mich riesig über meinen heutigen Interviewgast. Und zwar es ist Dr. Nadine Webering. Und wir kennen uns schon, oder ich kenne dich schon eine ganze Weile. Ich verfolge dich schon eine ganze Weile bei Instagram und Facebook. Und ja, deswegen bin ich umso gespannter, was du mir heute erzählst. Ja, wie du überhaupt zu dem Ganzen gekommen bist, was du machst. Und vielleicht stellst du dich einfach erstmal einmal vor. Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Tina. Gerne mache ich das, auf jeden Fall. Und geht mir ja genauso. Ich verfolge dich ja auch schon eine ganze Weile und deine Arbeit und finde das so, so toll. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, ob ich vorbeikommen möchte. Ja, wer bin ich? Ich bin Nadine. Ich bin aktuell noch, nicht mehr lange, 39 Jahre alt. Und ich bin ja ganz klassisch ausgebildete Schulmedizinerin. Ich habe Medizin studiert. Ich habe eine Facharztausbildung gemacht in der Neurologie. War da ja auch sehr begeistert immer mit und war da sehr glücklich und habe, das kennst du ja sicher auch, unglaublich viel gearbeitet. Gerade während der Zeit der Facharztausbildung ist man ja eigentlich nur im Krankenhaus oder im Bett. Und genau, habe mich dann nach der Facharztausbildung, nach der Prüfung entschieden, eben auch im Krankenhaus zu bleiben und habe sehr schnell eine Stelle angeboten bekommen als Oberärztin in einem großen Krankenhaus, habe da eine Schlaganfallstation und teilweise die Intensivstation geleitet und ja, habe gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und irgendwie immer gedacht, jetzt muss doch eigentlich besser werden. So, jetzt hast du ja erreicht, was du erreichen wolltest und weiter wolltest du ja nie. Chef wollte ich auch nie sein. Ich wollte immer Oberärztin sein und war aber mega unglücklich mit dem Ganzen, weil ich trotzdem immer nur gearbeitet habe und immer das Gefühl hatte, so ich stopfe nur Löcher, ich lösche nur Brände irgendwie und so wirklich Zeit für einen Patienten habe ich nie und ja, das hat mich dann auch so ein bisschen einen anderen Weg gebracht, sozusagen. Das ist die Kurzfassung bis zu dem Punkt, wo ich 2017 war das, glaube ich, eines Morgens wach geworden bin und gedacht habe, oh mein Gott, und das ist jetzt dein Leben. So soll das jetzt bis zur Rente weitergehen. Und ja, und jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin. Möchtest du das auch noch in Kurzfassung, oder? Also, dass du mir gerade gesagt hast, sonst hätte ich nämlich gefragt, wann das war, dass du so ein bisschen umgedacht hast. Aber dann war das ja 2017, also vor genau. Ungefähr 3 Jahren. Ja, vor gut 3 Jahren, genau. Ja, ja, das war, was seitdem passiert ist. Ja, es fing halt wirklich damit an, dass ich einfach nur gemerkt habe, okay, das, was ich jetzt mache, das ist nicht gut. Da bin ich nicht zufrieden mit, so möchte ich nicht weitermachen. Und ich habe aber auch eigentlich keine andere Perspektive gesehen, so weil ich gedacht habe, naja, du bist ja jetzt erst Ärztin und was sollst du auch anderes machen? Du kannst ja auch gar nichts anderes. Und dann habe ich das getan, was ich immer gerne tue, wenn ich nicht weiter weiß. Ich flüchte erstmal, habe meine Sachen gepackt und bin alleine nach Bali geflogen und habe mir überlegt, okay, und was machst du jetzt mit deinem Leben? Und du musst irgendwas verändern. Und bin dann ja mit dem Wissen im Gepäck nach Hause gekommen. Ich mache jetzt eine Yogalehrerausbildung. Weil Yoga habe ich zu dem Zeitpunkt schon relativ lange selber auch praktiziert, schon 8 Jahre oder so. Und wollte dann einfach irgendwie was für mich tun und dann einfach mal gucken, wie sich das alles so entwickelt und neue Perspektiven. Ich wollte gar keine Yogalehrerin sein. Ich wollte einfach wirklich nur ja was für mich machen. Und über die Yogalehrerausbildung bin ich dann tatsächlich mit dem Ayurveda in Kontakt gekommen, also mit der traditionellen indischen Medizin. Die ist ja hier noch nicht so weit verbreitet wie die TCM, die traditionell chinesische Medizin, aber es ist eben auch ein genauso uraltes Medizinsystem. Und ja, habe mich da sehr wiedergefunden irgendwo. Ich habe natürlich eine gewisse Offenheit gehabt für diese ganzen spirituellen Themen, auch durchs Yoga, was ja so der klassische Schulmediziner jetzt nicht so hat. Die westliche Medizin ist ja nicht so spirituell ausgerichtet. Und ja, habe dann gedacht, toll, das musst du irgendwie, da musst du mehr drüber wissen, das musst du weiter lernen und habe dann ja mehr oder minder durch Zufall erfahren, dass in meiner Heimatstadt in Essen am Lehrstuhl für Naturheilkunde ein Studium für Mediziner angeboten wird in traditioneller indischer Medizin und habe mich dann entschieden, mich da anzumelden und ja, werde jetzt gerade oder bin in den letzten Zügen Ayurveda-Medizinerin zu werden und versuche das jetzt sozusagen zu vereinen. Also nicht ein Entweder-Oder, sondern wirklich meine schulmedizinische Basis mit dem Ayurveda zusammenzubringen, um so
ja, man kann sagen, ganzheitlich zu arbeiten, weil das ist eben das, was ich immer das Gefühl hatte, was mir so in meiner Arbeit in der Schulmedizin gefehlt hat, so dieses Ganzheitliche, ne? Das kennst du selber auch, wir reparieren nur, was kaputt gegangen ist irgendwie, und so wirklich das Gefühl, dass du jetzt für den ganzen Menschen was getan hast, das hast du doch relativ selten, und das Gefühl bekomme ich eben durch den Ayurveda immer mehr tatsächlich. Ja. An. Spannend. Ich muss noch mal kurz fragen, also das ist ein Studium an deiner Uni, also an deinem an dem Lehrstuhl für, was war das noch mal? Naturheilkunde, genau. Also die Uni Essen hat einen großen Lehrstuhl für Naturheilkunde mit einer eigenen Klinik auch, wo eben stationär auch behandelt wird. Und da gibt es eben unter anderem auch eine Ayurveda-Abteilung. Und der Leiter dieser Abteilung hat, also es ist ein Kooperationsstudium mit einer Ayurveda-Uni in Indien, wo wir eigentlich im Februar hätten hingesollt. Dank Corona werden wir das jetzt erstmal nicht machen. Aber genau, also es gibt also auch einen Praxisteil in Indien tatsächlich in diesem Studium. Und das ist, ja, enthält die gleichen Inhalte wie ein Ayurveda-Studium in Indien auch und ist eben für Mediziner extra gedacht. Und genau, das, Das ist ja. ja, das war der Weg. Das hat 2017 angefangen und dauert 3 Jahre. wann habe ich denn das angefangen? Jetzt muss ich mal kurz zurück überlegen. Das habe ich angefangen letztes Jahr tatsächlich erst, 2019. Oder war es 18? Oh mein Gott. Also es dauert nicht ganze 3 Jahre tatsächlich, sondern das ist halt ein großer Teil, der so 1,5 Jahre dauert. Das ist ein theoretischer Teil. Dann folgt eben der praktische Teil über mehrere Monate in Indien. Und dazwischen sind halt immer noch mehrere Prüfungen und so. Also insgesamt kommt man so auf 3 Jahre Studienzeit, die sich jetzt leider so ein bisschen verlängert nach hinten raus durch die aktuellen Gegebenheiten. Aber ja, den theoretischen Teil habe ich sozusagen fast abgeschlossen und jetzt warte ich auf die Praxis. Und Ja. ja, das machst du aber alles nebenberuflich, ne? Das mache ich alles nebenbei, ganz genau. Ja, ich habe immer noch eine Vollzeitstelle im Krankenhaus, tatsächlich. Man mag es kaum glauben, obwohl ich da so unzufrieden mit gewesen bin. Aber ich habe auch wieder durch einen großen Zufall halt etwas gefunden, eine Sparte gefunden, in der ich mich ein bisschen mehr zu Hause fühle. Und zwar gibt es in der Nachbarstadt meiner Heimatstadt, in einem ganz kleinen Örtchen, Hattingen nennt sich das, eine ganz normale neurologische Klinik, die aber eine Spezialabteilung hat, also eine Neurologie und Komplementärmedizin ist das. Und wir praktizieren eben Schulmedizin zusammen mit Ayurveda. Wir haben zwei indische Ärzte und eben auch Therapeuten aus Indien und auch hier ausgebildete Therapeuten, die die Patienten eben ayurvedisch behandeln, und wir als Schulmediziner behandeln eben schulmedizinisch, neurologisch. Und da bin ich jetzt Oberärztin und das fühlt sich deutlich besser an als das, was ich vorher getan habe. Ja. Ja, cool. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Und Frage nochmal zu deinem Studium. Wie schafft man das? Ist das zeitintensiv? Wie schafft man das nebenberuflich? Und ist das schwer, da ranzukommen? Und ist das, wie viel kostet das im Monat oder insgesamt? Ja, also es ist insofern nicht zeitintensiv, was die Präsenzzeiten angeht. Wir haben also ein Präsenzwochenende im Monat. Das kann man ganz gut machen. Also da ist man dann samstags und sonntags halt in Essen in der Klinik, in dieser Spezialklinik für Naturheilkunde. Und der Rest ist aber wirklich theoretisch lernen. Und das ist schon zeitintensiv, wenn man sich vorstellt, dass man wirklich ein komplett neues Medizinsystem lernt. Das ist halt null vergleichbar mit dem, was wir gelernt haben. Also Ayurveda kennt zum Beispiel, also Ayurveda kennt die Organe, klar, aber Ayurveda hat gar nicht so eine Organvorstellung, wie wir sie haben. Also es basiert ja, ganz anderen, einer ganz anderen Basis, und all das musst du halt wirklich lernen, und das ist ja wie nochmal Medizin studieren sozusagen. Also ich sitze viel zu Hause und lerne, und die ganzen Lehrbücher sind halt auch in Sanskrit, also in der alten indischen Sprache. Das heißt, man lernt eben auch noch gleichzeitig eine neue Sprache dazu. Und das ist schon, wenn man es wirklich, wirklich wissen möchte, sehr zeitaufwendig. Allerdings macht es einfach so viel Freude, dass es für mich sich so anfühlt, als sei das halt sehr leicht tatsächlich. Es kostet tatsächlich was. Ja, es ist kein Studium, wie wir unser Studium machen, mit einfach nur Studiengebühren.
Ich denke, dass ich hinterher mit dem Teil in Indien und allen Prüfungen und so, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, aber so sicherlich 5.000 Euro bezahlt haben werde im Schnitt. Ja, genau. Ja. Ja, aber es ist Geld, was ich finde, was extrem gut investiert ist, definitiv. Also weil ich mich einfach so sehr darin wiederfinde und mir das jetzt so viel mehr gibt, als mir mein Studium vorher geben konnte, weil mir da einfach immer was gefehlt hat irgendwie. Ja. Wie ist deine Perspektive? Also jetzt hast du bald die Prüfung fertig, aber du möchtest schon noch weiter als Oberärztin in der Klinik arbeiten. Also dir gefällt auch diese Kombination aus Schulmedizin und Ayurveda oder wie? Also mir gefällt die Kombination sehr. Für mich ist das auch eben ganz, ganz wichtig, dass es halt keine Alternativmedizin ist. Also es gibt halt eben Dinge, die kann die Schulmedizin nur und es gibt aber auch eben Dinge, die kann der Ayurveda einfach besser. Und deswegen ist die Kombination für mich sehr wichtig. Die Klinik, in der ich jetzt aktuell arbeite, ist eine Parkinson-Spezialklinik. Und Parkinson ist tatsächlich nie so wirklich mein Steckenpferd gewesen. Ich merke zwar, dass mir das schon auch liegt, aber es ist eher so, dass ich in meiner Position jetzt nur schulmedizinisch arbeite. Also ich bin halt der eine Teil und die indischen Kollegen sind der andere Teil. Und das merke ich schon, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Das ist für den Übergang jetzt sehr, sehr schön, dass ich diese Möglichkeit habe, da zu sein und eben davon zu profitieren, auch mit den Kollegen zusammen zu sein. Aber ich bin halt weiterhin immer noch Schulmedizinerin und ich hänge eben auch weiterhin, auch wenn ich mir es erhofft habe, dass es dort anders sein wird, immer noch in dem gleichen System, ne? Also wie lange darf der Patient in dem Bett liegen? Wann muss der wieder gehen, damit der nächste Patient da rein kann? Nee, irgendeine Grenzverweildauer überschritten, was weiß ich nicht was. Das haben wir alles auch. Also ich hatte mir vorgestellt, ich lebe da in einer anderen Welt, aber das ist es nicht so. Und deswegen merke ich immer mehr und weiß eben immer mehr, dass das nicht das ist, was ich auf Dauer machen werde. Und ich stelle mir das eher so vor, beziehungsweise arbeite da gerade auch aktiv darauf hin, dass ich eben in eine Niederlassung gehe und dann mit dem ayurvedischen Schwerpunkt. Es ist leider ja so, dass die Krankenkassen das nicht bezahlen, den Ayurveda. Private Kassen bezahlen das teilweise. Teilweise, also irgendwie eine Erstkonsultation und eine Zweitvorstellung, dann ist auch Ende. Das reicht für Ayurveda nicht aus, aber es wird halt dann auf eine Privatpraxis hinauslaufen. Aber ich möchte dann eben wirklich mit meinem neurologischen Schwerpunkt arbeiten. Und dann am liebsten eben wirklich mit meinem Herzensthema, das ist die Migräne. Da komme ich halt aus meiner schulmedizinischen Ausbildung her. Ich habe einen großen Teil meiner Facharztausbildung am Uniklinikum in Essen gemacht, was einen großen Migräneschwerpunkt hatte. Und da sind so meine Wurzeln und das merke ich eben, dass mich das sehr interessiert und dass man eben vor allem für diese ja doch sehr vernachlässigte Krankheit in Deutschland mit dem Ayurveda so viel tun kann. Weil Migräne ist halt, das kennst du aus der hausärztlichen Praxis wahrscheinlich genauso. Das ist, was die meisten Neurologen kennen sich damit nicht aus oder möchten sich da auch gar nicht mit auskennen, weil die Patienten sind halt schwierig, die kommen immer wieder, die haben immer noch Kopfschmerzen, die wollen immer irgendwas und am Ende bekommen sie irgendwelche Tabletten verschrieben und das war's. Und gerade Migräne ist eine Krankheit, wo man eben mit nicht-medikamentösen Maßnahmen so unglaublich viel machen kann. Und da hält der Ayurveda halt so viel bereit und das wäre so mein Herzensthema tatsächlich, wo ich mich dann hin entwickeln möchte. Ja. Spannend. Ich selber Ja. habe ja auch Migräne, deswegen kenne ich mich damit auch aus und Ja. frage, vielleicht kann man das nicht so pauschal beantworten, aber vielleicht ja doch. Wenn bestimmt bei den einen oder anderen, der hier zuhört, gibt es aus der Ayurveda so einen Pauschaltipp, den man jetzt mal so verraten kann? Weil Das vom Typ ist ab, ne? Sehr, sehr, sehr schwierig, tatsächlich pauschale Sachen zu sagen, was man definitiv aber sagen kann. Also der Ayurveda, um jetzt mal einmal ganz kurz zu erklären, damit ich einen Tipp geben kann, teilt die Menschen auf, ist nicht schön gesagt. Also der Ayurveda sieht eben so, dass wir Menschen genauso wie die Natur eben aus allen Elementen zusammengesetzt sind, und diese Elemente
formen sogenannte Doshas. Das sind solche Konstitutionstypen und es gibt drei verschiedene Konstitutionstypen. Und die Erkrankungen, die wir im Westen kennen, die kennt der Ayurveda nicht. Also es gibt kein Ayurveda-Lehrbuch, wo was drinsteht über Migräne, sondern der Ayurveda beschreibt eher Symptome und ordnet die dann einem Dosha zu. Und es gibt eben im Ayurveda einen Kopfschmerz, der so beschrieben wird wie eine Migräne. Also es ist ein halbseitiger Kopfschmerz, der eben sehr, sehr, sehr stark ist und sehr, sehr stechend und pochend und so. Und das ist eben das, was wir für Migräne halten würden im Westen. Und das ist eine Störung eines Doshas, das nennt sich Vata. Und Vata ist das Dosha, das zusammengesetzt ist aus Luft und Raum. Raum ist ein Element, das wir im Westen auch nicht haben, aber der Ayurveda kennt das. Das ist halt wirklich einfach ja, der leere Raum sozusagen, in dem überhaupt sich erst alles entwickeln kann. Und dadurch, dass halt dieses Dosha, diese Konstitution so leicht ist, weil es eben nur Luft und Raum ist, ist es halt was sehr Instabiles. Und Menschen mit Migräne haben meistens von Geburt an schon sehr viel Vata. Und wenn dann dieses Vata, wir sagen im Ayurveda, aus der Balance gerät, also zu viel wird, eben nicht mehr so ist wie in unserer Geburtskonstitution, dann kann sich eine Migräne entwickeln. Und der Ayurveda therapiert, indem er eben die Qualitäten des jeweiligen Doshas versucht auszugleichen, indem er Gegensätze wählt. Das heißt, also ein Dosha, das aus Luft und Raum besteht, ist zum Beispiel halt sehr trocken, weil der Wind weht halt die ganze Feuchtigkeit raus, so kann man sich das vorstellen. Und es ist eher kalt und man sagt halt rau und instabil. Und um dann eine Vata-Dysbalance zu behandeln, würde man Sachen wählen wie Wärme zum Beispiel oder Dinge, die sehr nährend sind, sehr erdend sind. Und so arbeitet man sich dann dahin zu sagen, okay, das empfehle ich jemandem mit Migräne. Und was eben für Menschen mit Migräne, und da ist die Schulmedizin sicher auch einig mit dem Ayurveda, ganz, ganz wichtig ist, sind halt Routinen. Die Schulmedizin empfiehlt halt immer pauschal, stehen Sie zur gleichen Zeit auf und gehen Sie zur gleichen Zeit ins Bett und essen Sie immer zur gleichen Zeit. Aber keiner erklärt eigentlich, warum. Und der Ayurveda sagt halt ganz klar, wenn etwas so instabil ist wie dieses Vata-Dosha, dann braucht es eben Stabilität und die kriegt es halt über Routinen, halt darüber, dass man eben immer das Gleiche tut. Und darum ist das auch im Ayurveda eine Empfehlung. Der Ayurveda geht da halt nur noch weiter und gibt halt wirklich auch klar vor, zu welcher Zeit man zum Beispiel aufsteht und wann man am optimalsten isst und solche Dinge. Also Routinen sind sehr, sehr wichtig, um Migräne wirklich zu lindern. Und was eben auch wichtig ist, sind wärmende Dinge. Also alles, was irgendwie Wärme in den Körper reinbringt und das Vermeiden von Kälte, das kann eben dieses Dosha reduzieren. Und deswegen empfehle ich Menschen mit Migräne, vor allem in der Ernährung auch auf Wärme zu achten. Also dass man zum Beispiel keine rohen und kalten Lebensmittel zu sich nimmt, sondern eher gekocht isst. Das kennen viele, die Ayurveda gehört haben, vielleicht, dass man dann meint, man dürfte nur noch Porridge frühstücken und nichts anderes mehr, weil eben alles gekocht sein muss. Aber das bringt halt sehr, sehr viel eben durch Wärme, wieder Wärme in den Körper zu bringen, also durch warmes Essen oder auch durch wärmende Gewürze wie Ingwer zum Beispiel oder Kreuzkümmel oder Kardamom oder so. Es gibt ganz viele Gewürze, die man auch für wärmend betrachtet und die reduzieren dann eben dieses erhöhte Dosha und dadurch wird die Migräne besser zum Beispiel. Spannend. Ja, okay. Ja. Fallen. Wie wendest du Ayurveda für dich in deinem Leben an? Kann ich mir vorstellen, dass es bei dir auch eine Veränderung gegeben hat, als du auf das Ayurveda gestoßen bist. Und deswegen frage ich, weil mein Podcast bezieht sich auch ein bisschen auf Arztgesundheit. Und da würde mich mal interessieren, ob wie es in deinem Leben war, bevor du Ayurveda kennengelernt hast und als du Ayurveda kennengelernt hast. Ja, es ist dramatisch anders, mein Leben, muss man sagen, definitiv. Also bevor ich
Ayurveda kennengelernt habe und wirklich auch verstanden habe, wie wir funktionieren sozusagen, war mein Leben halt das klassische Arztleben, ne? Ich bin morgens irgendwie aufgestanden. Meistens bin ich auch eher so aufgestanden, dass ich noch dreimal die Snooze-Taste gedrückt habe, weil ich so müde gewesen bin vom Tag vorher, dass ich kaum aus dem Bett gekommen bin. Habe dann irgendwie schnell Dusche, Kaffee in den Kaffeepott, ab ins Auto und zur Arbeit. Habe dann irgendwie 12 Stunden gearbeitet, habe die ganze Zeit wahrscheinlich gar nicht gegessen, bin nach Hause gekommen, habe dann große Berge von Essen in mich reingeschlungen, weil ich so ausgehungert gewesen bin, dass gar nichts mehr ging. Habe mich vor den Fernseher gesetzt und bin vom Fernseher eingeschlafen und ins Bett gegangen. Und so sahen eigentlich meine Tage aus. Und das kennen wahrscheinlich viele deiner Hörer auch, dass das sehr, sehr ähnlich ist. Körperliche Betätigung eher selten, Sport, ja, nee, keine Kraft, kein Thema. Und heute ist es tatsächlich so, das ist etwas, was sich über eine lange, lange Zeit natürlich entwickelt hat. Ich bin nicht von einem Tag auf den anderen aufgestanden und habe plötzlich so gelebt. Aber ja, mein Wecker geht heute um 5 Uhr morgens tatsächlich, anstatt irgendwie um 7 und nochmal dreimal Snooze, weil ich gemerkt habe, dass eben, ich habe auch sehr viel Vata in meiner Konstitution, dass ich das eben tatsächlich brauche, schon meinen Tag mit Routinen zu beginnen. Das heißt, ich habe morgens eine Reinigungsroutine. Im Ayurveda kennen wir so Reinigungsrituale, um eben den Körper zu reinigen von allem, was sich so über die Nacht angesammelt hat. Und dann gehe ich morgens auf meine Yogamatte und praktiziere tatsächlich eine Stunde Yoga und Atemübungen und Meditation, bevor ich mich dann eben fertig mache und zur Arbeit gehe. Und mein ganzer Tag verläuft wirklich in Routinen. Ich habe meine festen Essenszeiten. Ich achte wirklich auch darauf, was ich esse. Das war vorher nie ein Thema. Ich habe halt immer gegessen, wie es mir gerade so in den Kram passte. Oder, ne, das kennt man vielleicht auch, wenn man mal Mittagspause macht, hat man das Essen so inhaliert, dass der Teller leer war, bevor man sich überhaupt hingesetzt hat, weil der Funke könnte ja gleich wieder gehen. Das gibt es bei mir heute halt auch nicht mehr. Wenn ich esse, dann esse ich und mache halt nichts anderes mehr dabei. Auch nicht am Computer sitzen und eben schnell tippen und dabei das Essen reinschaufeln. Und da achte ich sehr drauf und ich merke, dass mir das unglaublich gut tut. Also, dass ich wirklich. Ich bin ein anderer Mensch dadurch geworden. Also was meine ganze Grundhaltung irgendwie zum Leben angeht. Ich bin früher unglaublich hitzköpfig gewesen. Ich habe mich sehr gerne mal irgendwie mit Kollegen in der Klinik gestritten, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie ich das wollte und bin dann gerne mal explodiert. Und heute ist es wirklich so, ich bin so viel entspannter und ich kann mit den Anforderungen an mich und an mein Leben so viel leichter umgehen, weil ich einfach. Ja, weil ich eine ganz andere Erdung verspüre irgendwo und weil ich mich auch verstehe und ich merke eben durch diese Arbeit mit dem Ayurveda in mir selber auch viel schneller, wenn was nicht in Ordnung ist. Also ich merke dann, oh, jetzt muss aber mal einen Gang runterschalten, das ist jetzt keine gute Idee, jetzt nimmst du dir mal einen Nachmittag frei und versuchst dich mal wieder ein bisschen runterzuholen und sowas habe ich mir früher nie erlaubt und heute weiß ich aber, das muss sein, weil damals, bevor ich dann eben ausgebrochen bin, sozusagen aus der ganz klassischen Schulmedizin, also aus der Notfallneurologie, habe ich tatsächlich wirklich jeden Tag Migräne gehabt. Also ich bin selber auch Migränepatientin und ich bin da so reingeschlittert, dass ich wirklich bestimmt über ein halbes, dreiviertel Jahr mit einer chronischen Migräne rumgelaufen bin. Ich bin mit Migräne aufgestanden und mit Migräne ins Bett gegangen und wusste da aber auch nicht raus irgendwie. Und heute ist es so, ich habe. Ja, wenn ich es mal wieder übertrieben habe, habe ich dann doch mal eine Attacke. Ich habe letztens noch für einen anderen Podcast gerechnet, es waren 3 im letzten Jahr. Also das ist, da liegen Welten zwischen. Und das ist wirklich, ich habe keine Prophylaxe genommen, nie, also keine Medikamente eingenommen. Es ist einfach wirklich nur die Art, wie ich jetzt lebe, eben wirklich in einem Rhythmus zu leben, der einem natürlichen Rhythmus entspricht und Dinge zu essen, die eben ja auch natürlich und gut für mich sind und nicht dieses Reinschaufeln und abends noch Riesenportionen zu essen und so. Und das ist, das macht eine ganze Menge aus, ja. So schade, dass du das erst so, was heißt in Anführungsprechen, spät oder so für dich Ja, entdeckt voll. hast. Ja. Ja, du hättest ja, warum, ich finde das immer so schade, dass wir Mediziner das gar nicht so lernen, auf uns selber zu achten und dass das auch so ein bisschen verpönt wird in der Klinik, wenn man so Schwäche zeigt oder sich Zeit nimmt für sich oder keine Ahnung. Das ist ja irgendwie so ein bisschen
ist ja irgendwie ein No-Go so ein bisschen auch. Und ich hoffe, dass sich das in Zukunft ein bisschen ändert, dass man sich das auch rausnehmen darf, für sich zu sorgen, sage ich jetzt mal. Ja. Du arbeitest ja jetzt in einer Klinik, also bist noch im System und kannst trotzdem für dich sorgen. Also es geht ja schon. Ja. Man denkt ja immer, es geht nicht, aber es geht ja schon. Ja. Ja, es geht definitiv, aber es ist eben tatsächlich auch mit dem verbunden, was du gesagt hast. Man muss halt diese Schwelle eben überschreiten und damit klarkommen, dass es irgendwie verpönt ist, sozusagen. Erstmal diese Schwelle in sich selber, weil das ist wirklich der größte Schritt, zu sagen, okay, ich darf mir das erlauben, jetzt diese Schwäche in Anführungsstrichen zu zeigen, weil es ist ja keine Schwäche, das ist eine Stärke, wenn man auf sich selber achtet. Aber nach außen hin fühlte sich das für mich auch an wie eine Schwäche, zu sagen, nee, es ist jetzt hier Mittagspause und ich bin jetzt auch nicht erreichbar und ich esse jetzt mein Essen, und das musste ich mir erstmal erlauben. Und dann ist es auch so, dass die Kollegen sich da einfach auch mal dran gewöhnen müssen, sozusagen, ne? dass das einfach so ist. Und bei mir ist es jetzt mittlerweile so, das ist ganz normal. Also die nehmen mich so an. Am Anfang wurde halt so ein bisschen geschmunzelt, irgendwie, ja, die Nadine mit ihrem Yoga-Dings und so, ne? Aber mittlerweile ist es ist völlig normal und keiner hält mich dadurch für einen schlechteren Arzt. Ich mache meine Arbeit genauso gut, wenn nicht sogar noch effektiver als vorher, weil ich einfach viel konzentrierter und fokussierter arbeiten kann. Und das ist es eben, worum es geht. Das ist das, was die Patienten von mir erwarten, und das ist ja das, was die Kollegen auch von mir erwarten, dass ich meinen Job gut mache. Und ich kann ihn jetzt einfach besser machen, und dadurch ist die Akzeptanz für meine kleinen Spinnereien, nennen die immer, halt deutlich größer, wenn man eben einfach auch offen und ehrlich ist. Aber dafür ist der erste Schritt eben auch ehrlich zu sich selbst zu sein, weil es ist einfach ja auch so, und so war ich auch, man definiert sich ja extremst auch über diese Rolle als Arzt. Und ne, ich war ja nochmal ein Extrem in der Neurologie. Neurologen sind ja normalerweise jetzt keine wirklichen Akutmediziner, die rennen ja eigentlich erschreiend weg, wenn es akut wird. Und ich war halt wirklich so eine Rampensau. Also ich habe halt immer an vorderster Front gestanden und ich musste immer irgendwie machen, und wenn irgendwo ein Katheter reingesteckt werden durfte, dann musste ich immer, und ich fand das auch, ich habe mir in dieser Rolle auch so gefallen, und da ist natürlich überhaupt keine Schwäche, ne? Wenn du da als Neurologin irgendwie auf einer Intensivstation stehst, dann darfst du da keine Schwäche zeigen, meint man so. Aber ich bin mit dem Wissen von heute, wie ich jetzt bin, hundertprozentig sicher, dass ich genau so auf dieser Station angekommen wäre, wie ich auf meiner jetzigen Station ankomme, einfach nur durch die Ehrlichkeit. Und ich glaube, dass ich viele meiner Kollegen damit auch anstecke, die sich das zu trauen und zu sagen, hey, geht hier um meine Gesundheit und um mein Leben und darum, das auch langfristig weitermachen zu können. Weil ich meine, wir haben alle gar nichts davon, wenn wir irgendwie mit 40 ausbrennen und keiner kann mehr, ne? Und das ist einfach so. Und das war es bei mir damals, 2017. Ich war, also wenn man an diese Burnout-Diagnose glaubt, dann war ich definitiv entweder drin oder kurz vorm Burnout. Mir ging es wirklich, wirklich erbärmlich, auch körperlich. Und Ja, und das geht nicht nur dir so, sondern es geht vielen Kollegen so. Und ganz oft wird das ja vertuscht. Und was ich so interessant finde, mir kam vorhin der Gedanke, dass es so ein bisschen irgendwie komische Welten sind, dass Selbstliebe, also sich selbst etwas Gutes tun, wird verwechselt mit Versagen. Also in dem Moment denkt man, man versagt, wenn man auf sich hört und auf die eigenen Bedürfnisse. Und das ist irgendwie so ein Fehlding im Kopf. Also das ist irgendwie falsch verstanden noch. Und das ist ja nicht nur bei uns so, sondern das ist eigentlich bei allen Medizinern wahrgenommen. Absolut, absolut. Und ich frage mich auch so oft, wo kommt das her? Ne? Also wer hat das gemacht? Weil so bin ich nicht auf die Welt gekommen, so bin ich nicht gemacht irgendwie. Und ich kann mich da an eine Situation erinnern, das finde ich so prägend, in meinem aller, das war die Einführungsvorlesung im großen Hörsaal im Audimax in der Uni. Der Professor, keine Ahnung, frag mich nicht, stand vorne und seine ersten Worte waren irgendwie, ja, jetzt gucken Sie mal nach rechts und dann gucken Sie mal nach links. Und am Ende dieses Studiums werden wahrscheinlich diese beiden Kollegen nicht mehr neben Ihnen sitzen, weil die werden es nicht geschafft haben. So, und das waren die Worte, die mich in mein Medizinstudium eingeführt haben. Und also wie Angst verbreitet wird. Na, soll ich dir sagen, was uns am ersten Tag passiert ist? Da wurde gesagt, so, Sie schreiben, es sind zu viele Medizinstudenten hier für dieses Semester, wir schreiben jetzt eine Klausur und es geht um irgendwas, was wir nicht alle nicht wussten, und die Hälfte fällt durch.
war es. Ach du Scheiße. Das war eine Verarschung. Das war eine Verarschung, damit wir, also von den älteren Studenten irgendwie einfach uns Angst zu machen. Stimmte natürlich nicht, aber ich hatte total Angst. Und das war schon, klar. Das war das Erste. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich ständig in Angst war im Studium. Und deswegen, ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Erziehung. Ja. Und da darf sich einiges ändern, das sehe ich genauso wie du. Ich habe noch mal eine Frage an dich. Ich finde, du bist ja so Vorbild. Und wie geht das, wie hast du Kontakt zu Kollegen oder außerhalb von Social Media? Weil über Instagram und so weiter lernt man ja Gleichgesinnte kennen, so wie wir uns jetzt kennengelernt haben. Aber jetzt bei dir in der Stadt oder alte Freunde oder so, denken da einige Kollegen ähnlich wie du oder ist das eher so, dass die noch den alten Mustern folgen? Witzigerweise die Menschen, mit denen ich mich im Studium zum Beispiel umgeben habe, also so meine Peer Group, die sind tatsächlich auch alle mehr oder minder ausgestiegen. Also die eine, die war so eine Hardcore-Orthopädin und Oberärztin, die arbeitet jetzt in der ambulanten Reha und macht da irgendwie noch einen Sozialmediziner und sowas. Die andere war Internistin, die ist jetzt in eine Hausarztpraxis gegangen, in eine Anstellung und macht da eine halbe Stelle. Und also erstaunlicherweise die Menschen, die mich umgeben, die haben irgendwie in Anführungsstrichen den Absprung geschafft, belächeln mich häufig auch aufgrund des Themas, weil das ist natürlich für Schulmediziner ist ja alles, was mit Naturmedizin zu tun hat, irgendwie erstmal so, was soll denn das? Das funktioniert ja sowieso nicht, aber trotzdem haben sie eben da eine Akzeptanz für und sagen, ja gut, das ist dein Ding und mach das halt und so, aber ich sehe eben an denen auch, dass die auch gesagt haben, dass ich möchte in dem System so nicht mehr weiterarbeiten. Sonst muss ich sagen, und das finde ich halt extrem schade, habe ich wenig Kontakt zu realen Medizinern sozusagen. Also alle meine Kollegen aus den früheren Neurologien, in denen ich gearbeitet habe, da ist es eher so, naja, man sieht sich auf der Straße und grüßt sich vielleicht und geht dann aber auch weiter, nicht viel Gespräch. Hin und wieder schreibt man sich mal irgendwie. Aber ich merke eben auch einfach, die noch im System stecken, dass wir uns nicht wirklich viel zu sagen haben. So, also es kommt da häufig dann wenig Gespräch auf, irgendwie so, ja, okay, was machst du denn jetzt? So unter dem Motto, wie du bist da jetzt ausgestiegen, irgendwie aus dem Normalen. Und also das wird schon komisch beäugt, definitiv. Also ich wünschte mir, es gäbe einfach eine Plattform und eine Möglichkeit, auch solche Leute zu erreichen und denen zu sagen, hey, ihr müsst euch nicht kaputt arbeiten und mit 40 aussehen wie 60 und mit 45 einen Herzinfarkt haben und ihr könnt aber trotzdem glücklich sein mit eurem Leben. Und das sind vor allem die Menschen, die sich so extrem über diese Rolle definieren, die halt mit denen ich einfach auch diesen Kontakt nicht mehr so richtig aufrechterhalten kann, weil die einfach auch gar nicht verstehen können, wie ich jetzt aufhören kann, mich über die Arztrolle zu definieren. Also ich bin jetzt einfach ganz klar vor der Hand mal Nadine und da auch unglaublich glücklich mit. Und ich bin halt zufällig auch noch Ärztin und arbeite auch als Ärztin, aber ich muss nicht mehr nur Ärztin sein. Und das da fehlt das Verständnis für irgendwie. Ganz, ja. Ein ganz interessantes Thema. Also da habe ich mich auch lange mit befasst, mit Helfermentalität und Persönlichkeit von Ärzten. Und genau das war jetzt auch gerade so ein bisschen mein Thema, weil ich mich jetzt auch gerade so ein bisschen beruflich noch verändere. Und dieser Identifikationskonflikt, dass ich Ärztin bin und mein Leben mir immer vorgestellt habe, ich bin Ärztin, aber dass ich eben nicht nur Ärztin bin, sondern dass ich mich auch von den Glaubenssätzen, die damit zusammenhängen, dass man Arzt ist, verabschieden darf und dass sich dann etwas verändert, dass ich dann nicht derjenige bin, der verantwortlich ist für den Patienten, sondern dass ich jetzt eigentlich eher beratende Tätigkeit habe, dass ich nicht immer für alles die Verantwortung übernehme. Also das hat ja ganz viel damit zu tun, ich arbeite halt auch intensiv an den Glaubenssätzen und weiß, was, da werde ich auch bei der Mindful-Doktor-Konferenz drüber sprechen, die Persönlichkeit von Ärzten. Ich weiß es einfach, was für Persönlichkeitsstrukturen, gerade weil ich viele Ärzte im Coaching habe. Aber gerade sich davon zu verabschieden oder etwas nur als Teil anzusehen, ich bin eben das, aber ich bin auch das, nicht nur Ärzte. Ja. Sich damit nicht nur zu identifizieren, sondern auch was anderes da sein zu lassen, finde ich ganz spannend und interessant, dass du das gesagt hast. Auf jeden Fall.
Ich könnte mich auch noch stundenlang mit dir unterhalten über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Ayurveda und TCM, also der traditionell indischen Medizin und traditionell chinesischen Medizin, ja, weil ich das ja auch praktiziere. Aber ich glaube, das würde hier heute den Rahmen sprengen. Ich glaube auch. Aber wir können ja einfach in Kontakt bleiben und ich danke dir auf jeden Fall für das super nette Gespräch und würde dir jetzt einfach mal das Schlusswort überlassen oder vielleicht einfach dich nochmal fragen, was so deine Vision ist für die Zukunft. Ja, meine große Vision für die Zukunft wäre halt tatsächlich, dass auf Patientenebene gesehen, dass eben die Patienten, dass alle Patienten unabhängig davon, was sie für, wie viel Geld sie verdienen, einen Zugang zu dieser Medizin bekommen könnten, weil es einfach, das würde auch helfen, eben uns Ärzte aus dieser Rolle rauszubringen, dass wir alles machen müssen, weil das, diese Art von Medizin ist eben eine Medizin, wo der Patient selbst wirksam ist. Und das sind wir nun mal in der Schulmedizin, also sehen wir das einfach nicht. In der Schulmedizin ist es so, dass der Patient eben mit seiner Jacke auch seine Selbstverantwortung an der Praxistür abgibt, sich da hinsetzt und sagt, Herr Doktor, machen Sie. Und das macht uns ja im Endeffekt zu diesen Göttern in Weiß und bringt uns erst in diese Rolle, dass wir aus den Glaubenssätzen gar nicht rauskommen. Und wenn wir eben uns viel mehr öffnen könnten dafür, dass es eben, dass der Patient auch selber was schaffen kann und selber für seine Gesundheit verantwortlich ist, dann würde das, glaube ich, eben das große Problem für die Ärzte auch auflösen, weil dann sind wir nämlich, dann haben wir beratende Tätigkeit und dann dürfen wir uns auch von dieser großen Verantwortung lösen, alles schaffen zu müssen und alles leisten zu müssen. Und ich glaube, das wäre, ja, das wäre meine Zukunftsvision. Hört sich gut an. Und wenn jetzt ja, der eine oder andere zugehört hat und Fragen an dich hat bezüglich der Ausbildung oder so, wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Ja, also ich bin eigentlich tatsächlich per E-Mail immer zu erreichen. Die verlinkst du wahrscheinlich in den Shownotes. Ich habe eine Website, auf der man eben tatsächlich alles findet, was ich so mache, weil ich studiere halt nicht nur, sondern ich praktiziere auch schon. Ich habe ein Online-Programm für Migränepatienten, wo ich eben mit denen zusammen 4 Wochen an ihrer Migräne arbeite, mithilfe von Ayurveda, auch Yoga. Ich bin halt auch Yogalehrerin, hatte ich erzählt. Ja, hatte ich erzählt, die Ausbildung habe ich gemacht. Genau, mache auch 1-zu-1-Coachings eben mit dem Thema. Also da findet man eben alles, was ich so tue. Vielleicht möchte der eine oder andere einfach mal Inspiration, was man neben der Schulmedizin noch machen kann. Und da, ja, gebe ich dir die Links und die kannst du dann einfach verlinken. Und bei Fragen super gerne melden. Also mir ist es wirklich auch ein Herzensthema und ein Anliegen, dass Kollegen einfach über ihren allopathischen Tellerrand hinausschauen und gucken, was da noch so ist, um sich vielleicht auch wieder zu finden. Ja. Schön. Vielen, vielen Dank und danke fürs nette Gespräch. Bleiben in Kontakt. Ja, ich freue mich. Danke dir. Gut. Tschüss. Tschüss.